Bei der Anwendung eines der neuen Geräte blitzt und donnert es, sagt Chefarzt Dr. Henrik Strebel aus der Klinik für Innere Medizin mit einem Augenzwinkern. Das extra dünne Endoskop ist eines von 4 neuen Technologien im Elbland-Klinikum Meißen, die der Chefarzt vorstellt. Mit diesem feinen Schlauch mit Videokamera kommt man auch an feine Ecken des menschlichen Körpers. Verwendet wird es vor allem für spezielle Gallen- oder Nierensteinentfernungen. Ich kann das gerne mal demonstrieren. Hier sieht man schon mal, wenn man hier mal drauf leuchtet, wie klein und fein dieses Gerät ist. Das ist so empfindlich, dass es auch nur für eine Untersuchung benutzt wird. Es handelt sich hier leider dann um Wegwerfmaterial. Das wird danach entsorgt. Trotzdem, erstaunlicherweise, bleibt die Bildqualität gut. Wir können hier mal gucken, nicht am Patienten wohlweislich, sondern an einer ganz gewöhnlichen Paprikaschote, was sich hier für Bilder produzieren lassen. Wir können hier also ohne weiteres das Gerät auch steuern. Hier sieht man die Kerne in Nahaufnahme, hier sieht man von unten auf die Samenstände der Paprikaschote drauf. Und hier hat sie wahrscheinlich sogar so ein extra Paprika schon ein bisschen ausgebildet. Man erkennt die sehr gute Bildqualität in Anbetracht von einem Endoskop, was tatsächlich nur 2 mm und ein paar zerquetschte im Durchmesser hat. Das ist erstaunlich. Durch das Gerät sind keine offenen Operationen am Gallengang mehr nötig, womit auch der längere stationäre Aufenthalt nach der OP wegfällt. Allerdings kommt das Gerät nur in Ausnahmesituationen zum Einsatz, denn 95% der Gallen- oder Nierensteine können ohne das Spezialgerät entfernt werden. Das Besondere hier dran ist, dass das ein extrem dünnes Gerät ist. Das ist so dünn, dass es durch ein anderes Endoskop in die Gallenwege eingeführt werden kann und auch in die Bauchspeicheldrüse. Das ist also von daher sehr ungewöhnlich, haben auch nicht alle Kliniken zur Verfügung. Wir sind sehr froh, dass wir seit ein paar Wochen dieses Gerät hier haben. Die hauptsächliche Anwendung ist sicherlich der Gallenstein, der auf andere Art und Weise nicht entfernt werden kann, der wird mit Hilfe von so einem Gerät entfernt. Wie, werde ich im Folgenden gerne demonstrieren. Nicht am Patienten, aber an einem Stein. Die betreffenden Steine werden durch eine Druckwelle zertrümmert, die wiederum durch eine Funkenentladung ausgelöst wird. Was man hier sieht, ich halte es jetzt mal gegen einen hellen Hintergrund, so eine elektrohydraulische Lithotripsie-Sonde, die ist also dünner als ein Streichholz. Das ist enorm, was mit dieser Technik heutzutage geht. Muss auch so sein, da sie durch das ohnehin sehr, sehr dünne Endoskop eingeführt wird. Durch dieses Hauptendoskop wird dieses dünne Baby-Endoskop eingeführt und durch das dann die Sonde zum Stein zertrümmern. Wenn ich die ins Wasser tauche und hier auf den Fußtaster trete, dann kommt es zur Funkenentladung an der Spitze der Sonde und die löst die Druckwelle aus. Viele Patienten fragen sich, wie gefährlich dieser Eingriff ist, da schon eine gewisse Gewalt auf den Stein einwirkt. Da kann der Chefarzt aber beruhigen. Die Steinstücke sind so klein zertrümmert, dass sie während der Untersuchung aus den Gallenwegen herausgespült werden. In den allermeisten Fällen gelingt es mit Hilfe des Endoskops, die Gallensteine vollständig zu entfernen, was vorher ohne Operation nicht möglich war. In einem Krankenhaus werden Endoskopiegeräte nicht nur verwendet, sie müssen auch penibel gereinigt werden. Dafür geht es als nächstes in die Waschstrecke, wo es ebenfalls eine Neuerung gibt. Das hier ist unsere neue Waschmaschineneinheit. Soll man gar nicht glauben, sieht tatsächlich sehr futuristisch aus. Es handelt sich aber um Endoskop-Waschmaschinen. Das ist das große Problem in der Endoskopie. Die Geräte werden mehrfach verwendet an immer neuen Patienten. Wie kriege ich die wieder sauber? Der Vorgang wurde uns jetzt deutlich erleichtert und verbessert mit diesen neuen Waschmaschinen. Das ist eine sogenannte kalte Desinfektion. Das schont die Geräte. Es wird also nicht mehr mit großer Hitze, sondern mit entsprechenden Chemikalien gearbeitet. Das Ganze wurde auch dadurch erleichtert, dass wir jetzt sehr viel schneller sind und die Geräte kaum mehr angefasst werden müssen. Wir legen die Geräte, wenn sie vorgereinigt sind, in einen speziellen Korb, den man hier schon sehen kann. Und in diesem Korb bleiben
bleiben sie dann, gehen durch die Maschine, werden aus der Maschine entnommen und in spezielle Trockenschränke und Aufbewahrungsschränke gelegt. Und ab dem Zeitpunkt, wo sie in die Maschine kommen, fasst eigentlich niemand mehr dieses Gerät an. Das heißt, wir können hier höchste Ansprüche an Hygiene erfüllen, wie es auch sein sollte. Zudem werden die Geräte computerüberwacht, dass sie in regelmäßigen Abständen auch gewartet bzw. nochmal gewaschen werden, wenn sie nicht in Gebrauch waren. Und es ist für jedes Gerät streng nachvollziehbar, wer es desinfiziert, gewaschen hat und an welchen Patienten es verwendet wurde, zu welchen Untersuchungen, an welchem Zeitpunkt. Nach wie vor werden die Geräte zuerst auf der kontaminierten Seite per Handwäsche vorgereinigt. Danach kommen sie dann in die zweite Station mit den neuen Endoskopie-Waschmaschinen und den Trockenschränken. Von der Wasch- und Hygienestrecke geht es ins Behandlungszimmer mit einem hochmodernen Ultraschallgerät, das fast ohne belastendes Kontrastmittel auskommt. Wir haben hier am Klinikum Gott sei Dank mittlerweile zwei sogenannte High-End, also das teuerste vom teuersten und neuesten vom neuesten Ultraschallgeräte. Eins davon ist diese Maschine hier. Die kann mehr als nur ein bisschen graues Bild machen, sondern die kann zum Beispiel auch Kontrastmittelbilder erzeugen. Das für sich selber genommen ist nicht mehr ganz neu. Ultraschallkontrastmittel gibt es schon seit Jahren. Aber in solcher Qualität und mit solchen Möglichkeiten auch zur Nachbearbeitung, das ist wirklich neu. Man sieht hier ein Ultraschallbild. In dem Fall ist es ein Stück Leber, das wäre dieses hier, mit einem Tumor in der Leber, von dem wir genau wissen wollen, was es denn für ein Tumor ist, wie er sich verhält. Und zu dem Zweck haben wir die Möglichkeit, mit Ultraschallkontrastmittel die Durchblutung des Tumors zu untersuchen. Da wird eine geringe Menge, winzig kleine geringe Menge Gasbläschen gespritzt, ummantelter Gasbläschen, die sich verhalten wie rote Blutkörperchen, die der Ultraschall aber von allem anderen Gewebe unterscheiden kann. Sobald die Gasbläschen im Blutkreislauf des Patienten drinnen sind, das heißt, es wird gespritzt, erscheint auf der anderen Seite das Kontrastmittelbild. Es dauert in der Regel nur wenige Sekunden, bis auf der Seite hier die Bläschen mit dem Blut angeschwemmt werden in die Leber. Und wie man hier schon sieht, verhält sich der Tumor hier drüben und hier anders als der Rest der Leber. Das Gerät wird zur Untersuchung der inneren Organe und im Speziellen der Leber verwendet. Im Vergleich zur Computertomographie ist es mit weniger Aufwand und Risiko verbunden. Die Untersuchung geht sehr schnell und ist in der Regel nach nur 5 Minuten beendet. Ein Kontrastmittel muss gespritzt werden, aber es ist nicht schädlich. Was jetzt zu sehen sein wird, ist eine sogenannte Schwerwellenelastographie der Leber. Das Verfahren dient einem Zweck, nämlich festzustellen, wie fest die Leber ist. Wir haben jetzt hier einen gesunden Patienten bzw. einen gesunden Freiwilligen. Was dabei passiert, ist, dass wir einen Ultraschallimpuls innerhalb dieses Kästchens hier beobachten. Dieser verformt das Lebergewebe und erzeugt im Lebergewebe sogenannte Scherwellen, Erschütterungswellen, die man hier rechts auf der Seite sieht, wie die sich im Lebergewebe ausbreiten. Je nachdem, wie schnell die sich ausbreiten, kann der Computer errechnen, wie derb, also wie fest das Lebergewebe ist. Eine einfache Untersuchung innerhalb von 1-2 Minuten erledigt, mit einer doch sehr guten Aussage, wenn sie richtig gemacht wurde, hinsichtlich der Lebergesundheit. Patienten mit Schluckproblemen oder Schmerzen hinter dem Brustbein können seit neuestem mit einem Manometriegerät zur Analyse der Schluckfunktion untersucht werden. Dafür bekommt der Patient eine kleine Menge Wasser in den Mund gespritzt, die er auf Anweisung des Arztes hinunterschlucken muss. Das heißt, der Patient hat in
seiner Speiseröhre einen hochauflösenden Druckmesskatheter, also ein sehr aufwendiges Hightech-Gerät, auch entsprechend teuer, also hat jetzt den Wert von einem Kleinwagen in der Speiseröhre. Der Katheter misst zwei Sachen, der misst zum einen den Druck, den die Speiseröhre ausübt, und zum anderen auch den Widerstand. Damit können krankhafte Veränderungen der Motorik der Speiseröhre festgestellt werden. Und Schluck. Hier hat jetzt gerade der Schluck stattgefunden. Man sieht, die Reaktion der Speiseröhre ist in dem Fall etwas verhalten. Zuvor war sie aber deutlich und kräftig. Im Mund behalten, bitte. Hier kommt der nächste Schluck. Und hier sieht man jetzt eine deutliche Antwort der Speiseröhre, die sich von oben nach unten zusammenzieht. Gleichzeitig öffnet sich der untere Schließmuskel, was auch wichtig ist zu wissen. Ein bisschen Druck ist hier noch, das ist durch Atembewegungen entstanden. Und als drittes verwenden wir diese Messung, und das ist auch sehr wichtig, wenn Leute anstehen für eine Refluxoperation, also die Patienten, bei denen die Magensäure ungehindert nach oben fließt und bei denen hier unten eine Verengung des Schließmuskels operativ geschaffen werden soll, die müssen vorher getestet werden, aus meiner Sicht, damit man feststellen kann, dass die Speiseröhre noch auch nach der Verengung noch ordnungsgemäß funktioniert und das Essen von oben nach unten transportieren kann. Die Funktionsdiagnostik am Elbland Klinikum Meißen ist mit diesen Geräten auf modernstem technischen Niveau. Sie ermöglichen nicht nur sehr kurze Warte- und Behandlungszeiten, die Behandlungen finden zudem in enger Zusammenarbeit mit der chirurgischen Abteilung auf derselben Station statt und entlasten so die Patienten zusätzlich.